Guten Morgen! Heute sind wir hier bei der Jackfrucht, natürlich bei der lieben Min. Die hat hier eine Jackfrucht und hat mich lieber netterweise gefragt, ob ich sozusagen auch da mal sozusagen mit was essen möchte und schneide die jetzt auf. Und dann dachte ich, für den einen oder anderen vielleicht ganz interessant, gerade die Leute, die bei Rohkost bestellen, ja, die wissen ja gar nichts so richtig anzufangen, wie man die aufschneidet und was man da macht. Und deswegen habe ich gesagt, Min, da kannst du da einfach mal jetzt hier die Jackfrucht öffnen und ja, da könnt ihr einfach live dabei sein. Und ich hoffe, ihr habt ein bisschen Gefallen dran und ja, habt euch sozusagen euer Wissen wieder etwas erweitert. So, und wenn du so eine Jackfrucht kaufst, du kaufst die ja normalerweise hier in Deutschland, gibt es ja nur gefroren. Oder gibt es die hier auch? Ehrlich gesagt, also bei einer Jackfrucht weiß ich das nicht, weil ich das in Deutschland noch nie gekauft habe. Ja. Das Einzige, was ich schon mal gefroren gekauft habe, ist eine Durian. Ja. Genau. Die kann man wirklich gefroren kaufen und zwar in irgendwelchen Asia-Supermärkten. Die gibt es dann 2, 3 Stück oder so vielleicht. Und ansonsten. Aber die ist jetzt frisch und die hast du sagen von deinen. Die ist frisch, ja. Die ist aus Vietnam jetzt quasi. Die ist jetzt aus Vietnam, ja. Okay. Und bei Rohkost kann man sich die, glaube ich, auch bestellen. Die sind ja dann extrem teuer, glaube ich, ne? Das kann sein. Ich habe noch nie bei Rohkost bestellt, aber. Na. Naja. Gut, okay, dann lass uns mal jetzt hier. Ich bin selber gespannt, weil ich selber noch nie so. Ich bin auch gespannt. Also eigentlich, wenn man die schneidet, dann ölt man das Messer eigentlich noch zuvor, weil die Jackfrucht an sich ist halt innen drin noch so schmierig, okay. Wenn man die Schale dann eben öffnet. Aber wir probieren es mal rum. Genau, ich schneide quasi in der Mitte durch, weil ich die andere Hälfte noch nicht verwerten möchte. Okay. Und die andere Hälfte kommt dann wieder. Das ist ja meistens so, wenn man sich eine Riesenfrucht holt, dann wird man ja kaum auf einmal das alles essen. Also, ja, vielleicht bei einer Familienfeier oder so, dann geht das schon. Ja. Und die deckst du dann mit Frischhaltefolie ab, oder? Genau, genau. So, mal sehen. Ja. So, welche Hälfte möchtest du gerne nehmen? Welche eine? Am besten die schon offen ist, da wo schon was reingegangen ist, die ist wahrscheinlich dann. So, dann tun wir die mal weg. Die Wohnung wird nämlich richtig herrlich nach Jackfrucht duften. Ja, das riecht. Im Gegensatz zu Durian riecht das sogar angenehm. Also hat einen süßlicheren Geschmack. Ja, es ist einfach fruchtig halt, wirklich fruchtig und entsprechend auch wirklich angenehm. Wie gesagt, Durian, das. Der heißt ja nicht umsonst Stinkfrucht, also das. Nur Sachen nochmal in der Mitte durchschneiden. Ob das nun alles richtig ist, weiß ich nicht. Das ist egal, es geht nur darum, wie man an die Frucht rankommt. Aber es funktioniert. So. Genau. Und das außen ist das, was man isst, ne? Das ist genau das Außen, das isst man quasi. Das sind also eigentlich in der Jackfrucht Stücke. Und das, was hier in der Mitte ist, das muss dann quasi auch abgeschnitten werden. Was jetzt? Weil das isst man ja eigentlich auch gar nicht mit. Mhm. So, das kannst du so anschneiden. So. Genau, das kommt dann weg. Und du kannst das, wenn du möchtest, das auch alles rausfriemeln. Ja. Und dann auch gleich essen. Mhm, okay. So. Das hast du quasi hier. Das machst du hier ab. Und dann kannst du sogar die einzelnen Stückchen abfriemeln. Und da ist jetzt, guck mal, die Kamera dürfte doch. Und das ist dann hier, dass man die, oder wie? Genau, dieses Fädrige, das machst du quasi ab. Mhm. Und das, was hier drin ist, das ist dann die eigentliche Jackfrucht. Den Kern machst du dann auch raus und dann kannst du es gleich essen. Und der Kern, da könntest du in den Garten und hast du einen eigenen Jackfruchtbaum. Kannst du mal probieren, Christian. Das ist halt mega lecker. Im Gegensatz, also die Durian kannst du nicht jagen, aber das schmeckt mega. Wonach schmeckt sie für dich? Was sagst du? Das ist erstmal süß. Sehr süß sogar, oder? Süß. Na, bei mir ist sehr süß zu erreichen, ist schwer.
Ach so. Aber eine Frucht. Wirklich süß. Und trotzdem, aber wirklich so ein Hauch, so einen ganz kleinen Hauch Herzhaftigkeit. Aber wirklich so eine Idee. Und so richtig rund. Mega lecker. Also kann ich wirklich nur empfehlen. Also wer die Möglichkeit hat, da irgendwie sowas zu holen oder ja, eingeladen zu werden, sollte das dem unbedingt nachgehen. Also, wie gesagt, ich hoffe, dass ihr da so das als kleine Inspiration mal nehmen könnt, weil oftmals bestellt man sich vielleicht mal dann doch so eine exotische Frucht und so weiter und da weiß dann eigentlich gar nicht so richtig damit anzufangen. Aber wir sehen das hier ganz einfach, die Dinger einfach quasi diese Taschen herauspulen. Da drin ist dann meistens halt eben so dieser Kern, den dann halt eben auch noch raus. Genau. Und dann hast du halt dieses Ding und das kannst du ganz einfach essen und also Geschmacklich halt super. So? So. Na dann, tschüss.